Hallo, meine lieben Freunde. Was geht ab? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Wieso wird mein Sound nicht angenommen? Moment. Also mein Spielsound. Ah, jetzt, okay. Zu Let's Play Pokémon Blatt Grün. Wir sind immer noch in dem Pokémon-Turm. Und, wen trainieren wir mit Nebulak, ne? Ja, genau, okay. Oh, Nidoking hat ein bisschen Damage gefressen. Den heilen wir mal eben hoch. Sehr nice. Och Gottchen. Wir gingen. Ach, stimmt, die sind ja abgehauen, ne? Stimmt, der haut ja ab. Wenn er besiegt wurde. Stimmt. Da war so ein alter Knacker, der behauptet hat, wir würden Pokémon quälen. Willst du meine Meinung hören? Nein, eigentlich nicht. Denn ich bin derselben Meinung wie er. Eigentlich. Smogon. Wollen wir mal versuchen? Komm, Nachtnebel, Nebulak. Du bist schneller als Smogon? Wow. Also ich bin gerade ein bisschen erstaunt, dass Nebulak schneller ist als Smogon. Es macht kein Damage. Und ist auch nicht vergiftet. Das heißt, wir probieren es einfach mal weiter mit Nebulak. Es gibt ihm halt schönes Level-Up, Alter. Schön viele Erfahrungspunkte. Wenn er den allein besiegt. Er darf halt nur nicht vergiftet werden. Wir setzen mal Hypnose ein. Nein! Ging daneben, shit. Rauchwolke, okay. Wir versuchen es nochmal mit Hypnose. Komm schon. Ja, jetzt mit Rauchwolke wird es sogar noch schwerer, ne? Alter. Okay, wir machen nicht Hypnose. Einfach Nachtnebel. Nice, hat getroffen. Sehr schön. Oder trifft. Gleich kriegst du nochmal Nachtnebel in die Fresse, Smogon. Ei! Blee, nein! Schlammbad Bella zu doll. Oh. Nein, 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 nicht Pokémon. Wir lassen es bei Nebulak. Das ist ein schönes Training gerade für Nebulak. Dadurch, dass das halt schafft gegen Smogon. Wir müssen halt hoffen, dass. Als ob du ein Volltreffer landest! Nee, komm, Supertrank. Einfach rein. Tut mir leid, Leute, aber ganz ehrlich, kotze ich nicht ein. Nebulak schafft es halt easy gegen Smogon. Nice. So ist ja nicht, deswegen, ne? Aber ich glaube, jetzt wechseln wir, weil es halt echt gefährlich ist mit der Genauigkeit. Weil die Genauigkeit von Nebulak gesunken ist. Oh, war das... Oh. Okay, wir lassen Nebulak mal drin. Weil Nachtnebel ist effektiv. Wenn es treffen würde. Ach, Konfusion auch wegen Gift, ne? Nein! Nebulak! Ah. Mein armes Tuki. Shilok, du musst ran. Mit deinem Biss. Aber vorher. Beleber. Nebulak. Och nee. Nee, nicht, oh nee. Warum denn Giftwolke? Warum? Muss das denn sein? Ah. Traumatos tanky, ne? Na, als ob du jetzt auch noch Gift, Biss ausdingsen, aussetzen lässt. Das ist nicht nett. Komm, Mega-Hieb! Bam. Nice. Nebulak Level 18. Es wird langsam, Leute. Es wird. Bitte, lass mich in Ruhe. Ja. Werde ich auch. Pokémon sind zum Geldverdienen gut. Halte dich aus unseren Angelegenheiten raus. Okay, ich werde dich doch nicht in Ruhe lassen. Denn du bist ein Arsch. Haben wir? Nein, wir haben Nugget und so. Nicht mal mehr einen Trank, ne? Gut, dann machen wir noch einen Supertrank für Nebulak. Leider kein Gegengift. Aber naja. Du wirst niemanden retten. Oh doch. Oh, irgendwas ist aus meiner Hosentasche gefallen, verdammt. Mein Stift! Ein Stift ist aus meiner Hosentasche gefallen. Ja, ich habe einen Stift in meiner Hosentasche. Nachtnebel. Gegen Zubat dürften wir eigentlich ganz gut ankommen mit Nebulak. Ja. Oh nee. Warum? Please.
Paradies. Ja! Nebulak, du bist göttlich. Ah. Komm, ein Nachtnebel noch und dann... Oho. Ja. Wir machen's mal nicht. Wenn hätte er sich jetzt mit Verwirrung selbst verletzt, dann wäre Nebulak ein wenig im Arsch gewesen. Das wäre nicht so fantastikös. Wenn noch ein Biss hätte Nebulak nicht ausgehalten. Ich glaube, er hätte nicht mal mehr... er würde nicht mal mehr die Verwirrung aushalten. Also switchen wir wieder hin und her. Sind zwar jetzt nicht so die krassen Erfahrungspunkte, weil... Zubat, aber... Ich weiß nicht, ob ich das jetzt einfach... Dann, ob ich Jabba jetzt Taboga trainieren sollte gleich einfach. Warum auch immer ich Taboga trainiere, weil das ist ja eigentlich dumm. Taboga kriegt ja noch genug Erfahrungspunkte bald. Egal. Ein Level ab, 31... Wäre für Taboga, glaube ich, doch schon ganz nice. Ein Radfratz. Komm, Radfratz kann, glaube ich, kein Biss oder so. Das heißt, Nebulak ist ganz gut dabei. Wir setzen, glaube ich, trotzdem einen Supertrank vorsichtshalber einmal ein. Weil die Normalattacken von Radfratz dürften ja, ne, uns nichts ausmachen. Wir haben ja Geheimpower. Boom. Oh, ist nett. Ist nett. Komm, das schaffst du, Nebulak. Du schaffst dieses Radfratz. Easy. Kann nur Normalattacken. Das ist halt auf Geist nicht effektiv. Das ist halt nice. Abgesehen von Routenschlag. Und so, ne? Aber warum das auch immer effektiv ist? Das ist eine Normalattacke. Eigentlich müsste das ja nichts bringen. Nice, paralysiert sogar. Lull. Schöne Sache, Nebulak. Wir können Nachtnebel halt nicht einsetzen, weil ist auch Geist und auf Normal nicht effektiv. Da bin ich froh, dass wir Geheimpower haben. Sehr schön. Oh, noch ein Radikal. Ja, das, wird einfach mal... Komm, Fluch! Das kann halt auch nur normal attacken. Hoffentlich. Ich hoffe, das kann kein Biss. So einen fetten Nagel ins Gesicht rammen, in den Kopf rammen, ey. Wurde durch Fluch verletzt. Oh yeah. Das macht schon ganz gut Damage, ne? Komm hier, Hypnose. Nicht, dass er doch vielleicht noch irgendwas drauf hat oder so. Aber glaube ich nicht, weil sonst hätte ich, glaube ich, schon eine Attacke abbekommen. Ich habe halt bisher nur... Nebulak hat nur Rundenschlag abbekommen. Dann ist nochmal Geheimpower. Und dann dürfte Nebulak auf jeden Fall schon mal Level 19 sein. Ich glaube, Level 20 ist nicht drin. So viele Erfahrungspunkte gibt Radikal doch nicht. Das war kein Damage. Gut, dass ich Fluch habe, ey. Holy. Das war ja null Damage. Ich bin enttäuscht von dir, Nebulak. Nein, bin ich nicht. Du bist super. Gar kein Damage, ey. Ha, Fluch kann manchmal echt schon den Arsch retten, ey. Nice. Level 19 für Nebulak. Schön. Schön, 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 schön. Leg dich nicht mit dem Team Rocket an. Das habe ich schon längst. Und ich werde euch zerschlagen. Du wirst nicht ungestraft davonkommen. Doch. Doch, doch. Hallo. Was? Oh, du kommst, um mich zu retten? Vielen Dank, aber ich bin freiwillig hier. Ich kam her, um die Seele von Tragossos Mutter zu beruhigen. Die Seele des Knogger sollte nun in die ewigen Jagdgründe eingekehrt sein. Trotzdem danke ich dir für deine Sorge um mich. Folge mir in das Pokémon-Clubhaus am Fuße dieses Turmes. Okay. Hallo. Lucia! Oh, du kannst dein Pokédex nicht vollenden, wenn du dein Pokémon nicht genügend Liebe und Respekt entgegenbringst. Dies wird dir bei deinem Abenteuer helfen. Leute, wir haben die Pokéflöte. Schlafende Pokémon wachen auf, wenn sie das Spiel der Pokémon-Flöte hören. Du kannst damit alle schlafenden Pokémon wecken. Das ist gut zu wissen, danke. Wir werden jetzt erstmal ins Pokémon-Center gehen. Und unser liebes Team heilen. Dann ist Shillock auch schön von seinem Gift befreit. Herrlich. Und dann, Leute, geht's jetzt auf Richtung Fuchsania City. Wisst ihr, was ein ganz, ganz großes Problem ist? Ich weiß nicht mehr exakt, wem ich welche Attacken alle beibringen wollte. Das ist ein bisschen unlucky. Oh. Ist hier oben ein Assistent? Nein.
Eine Pokémon wurde im Pokémon-Turm zuletzt Ruhe gebeten. Gebeten? Ich gebe dir diese TM, ich benötige sie nicht länger. Ist das nicht Eisenschweif? Nee, Rückkehr, schade. Ja, ist okay. Nee, Eisenschweif ist 23, ne? Oder? Ja, doch. Ich glaub schon. Mein Rechner hat letztens einfach mal gechillt, gesagt, okay, ich mach Updates. Und... Na cool, mir ist etwas ins Netz gegangen. Und hat sich dann halt natürlich runtergefahren. Und ich hatte ja das Textdokument, wo ich die ganzen Attacken reingeklatscht habe. Und ich habe das nicht gespeichert, weil ich es halt immer offen hatte. Ich fahre meinen Rechner sonst nie runter. Ich mache den immer nur auf Energiesparmodus. Und deswegen ist dieses Textdokument jetzt weg. Und ich weiß noch, Shilox-Attacken, Surfer, hier, Eisenschweif, Eisstrahl und ich glaube, das war's. Ich glaube, ich hatte Kaskade noch drin, aber das werde ich ja nie erlernen. Nebulak! Aber das gibt's hier gar nicht, in der Edition, glaube ich. Deswegen irgendwie Aquabelle oder Aquaknarre oder so noch drin. Dann, Hypnose. Luba, nein! Dann auf jeden Fall Taubos. Später hatte Fliegen, Aeroas, Stahlflügel und Ruxokib. Das weiß ich auch, das sind so meine Standardattacken für Flug-Pokémon irgendwie. Gengar. Gengar hatte auf jeden Fall Stärke und Hypnose. Spukball bin ich auch der Meinung. Und dann noch Traumfresser oder so. Was ist das? Warum geht denn Hypnose immer daneben? Nee, jetzt wechsle ich. Ist mir zu doof. Meh. Ja. Smetbo. Schlaf. Ich hätte jetzt Hypnose getroffen, ne? Ich wäre ausgeflippt. Schlafpuder, Psychokinese. Und den Rest. Ich weiß es nicht mehr. Ich muss mir nochmal die Attacken durchlesen. Nidoking hat ja anstatt einfach nur Hornattacke, also die hat fast alle Attacken, nur Hornattacke wird später für durch Vielender ausgetauscht. Ja. Und sonst muss ich nochmal gucken, welche Attacken das alles waren. Muss ich nochmal gucken. Aber ich krieg das schon wieder zusammengewürstelt. Irgendwie. Glaube ich. Hoffe ich. Ha. Die geben mir kaum noch Erfahrungspunkte. Mist. Ein kleiner Fisch. Beutel. Supertrank. Für Nebulak. Eigentlich können wir hier Nebulak ja auch ganz gut trainieren, oder? Würde ich mal meinen. Komm, nein. Ah. So. Nebulak. Ich habe eine Nachricht bekommen. Nein. Also ja, doch schon, aber... EU und Großbritannien vereinbaren Brexit über Übergangszeit. Okay. Danke für die Info, Bell News. Ja, ich habe eine Nachrichten-App auf meinem Handy. Tentacha dürfte eigentlich easy sein, oder? Komm hier, bitte. Was ist das? Warum geht das? Oh. Einmal versuche ich gleich noch Hypnose, ansonsten mache ich einfach nur weiter Dings. Danke. Danke. Ach, nicht. Schön. Endlich mal Hypnose mal getroffen, Alter. Ich bin ja begeistert. Ja, wir haben noch einen langen Weg bis nach Fuxania City vor. Also ich glaube, der nächste Part könnte komplett noch von dem Dings handeln. Von dem Weg nach Fuxania City. Schätze ich mal. Ich denke, na doch. Ich denke schon. Es sind halt viele Trainer, ne? Säure. Okay. Ich bin gerade begeistert, dass Nebula nicht vergiftet wird. Das ist echt, ich bin glücklich darüber. Sehr, sehr glücklich. Yeah. Nebulak. Vielleicht Level 20. Goldini. Goldini wird auch weggesnackt von Nebulak. Komm, Nachtnebel. Einfach weiter, Nachtnebel. Einfach rein. Jo, ist nett. Nassmacher. Really? Warum? Komm, machen wir mal Geheimpower. Mal gucken. Wow. Alt. So, komm, noch einmal Geheimpower und danach Nachtnebel nochmal. Dürfte Goldin... paralysiert. Yeah, nice. Nebulak, du bist halt... Oh,
du bist super, Nebulak. Du bist super. Sehr schön. Oh, fast Level 21. Der ist mir entwischt. Ja. Das ist er. So. Hallo. Der Angelkönig gegen das Pokémon-Kind. Angelkönig? Sicher? Angelkönig, weißt du? Er nennt sich Angelkönig und hat ein Pokémon und das ist ein Goldini. Ja, du bist definitiv auch nö. Ich wechsel. Leute, ich wechsle. Es tut mir leid. Ich hasse Verwirrung. Ich hasse Verwirrung. Wir setzen auf Smetbo, komm. Noch ein bisschen Training für Smetbo. Auch wenn Smetbo kein wirkliches Training mehr braucht eigentlich, weil er in der Fuchsania Arena trainiert wird. Noch genug halt. Aber naja, egal. Oh. Och komm. Warum? Windstoß. Go Smetbo. Warum? Warum? Komm, Smetbo. Ja, nice. Danke. Bin stolz auf dich. Sehr schön. Nebulak erreicht Level 21, ne? Ja, nice. Ach, schön. Konfustrahl. Nee. Nee, nee. Machen wir mal nicht. Das war spitze. Ja, das war's. So, noch ein Trainer. Eigentlich würde ich lieber arbeiten. Okay. Ja, dann geh doch einfach arbeiten. Oder nicht? So. Oder mach doch Angeln zum Beruf. So. Weißt du? Weißt du Bescheid? Ja, du weißt Bescheid. Alles klar. Nachtnebel. Leider ist Quapsel kein Psycho. Leider, leider. Okay, Blubber macht nicht so viel Damage. Ich habe gerade erstmal gedacht, warte mal, war Blubber nicht die Attacke, die uns vorhin übel viel Damage gemacht hat? Aber nein. Aquaknarre hat viel Damage gemacht, oder? Das geht. Geheimpower, komm. Bam. Sehr schön, Nebulak. Und mittlerweile sind hier die Dings, die Erfahrungspunkte auch nicht mehr so krass, ne? Aber vielleicht lag es doch einfach nur an Quapsel. Komm, Hypnose. Oh. Warum versuche ich es eigentlich noch? Panzerschutz. Okay. Kommt nochmal Hypnose, bitte. Geht durch. Ja. Schön. Schön, schön, schön. Ich sehe gerade, das dürfte der letzte Part für den Kampf sein, ja. Der letzte Kampf für den Part sein. Oh, Nebulaks Nachtnebel ist auch schon bald wieder alle. Oh, ist aber nettes, netter Damage. Netter Damage. Nochmal Nachtnebel. Das dürfte besiegt sein. Oh, dein Ernst? Dein Ernst? Komm, Geheimpower, zack. Das Ding ist halt, Geheimpower macht kein Damage. So, also kaum Damage. Oder wenig halt. So. Ja, gegen Goldini setzen wir... Komm, wir müssen mal ein bisschen Golking noch trainieren. Golking? Nidoking. Könnte auch sein, dass er gegen Wasser halt, ne? Golking ist... Nidoking ist ja Boden. Aber dürfte eigentlich trotzdem klappen, ne? Ja. Nidoking mit seiner immensen Stärke, Alter. Holy moly. Ein Seepeer. Okay, wir versuchen es mit Nebulak. Ich glaube, wir versuchen sogar Hypnose erstmal rauszukriegen. Würde ich sagen. Hypnose, komm. Sehr schön. Och, geil. Dann dürfte das Seepeer eigentlich besiegt werden. Von uns. Nachtnebel. Schön. Und nochmal Nachtnebel. Und Seepeer. Oh, really? Really? Ein Kapi? Das ist nicht dein Ernst. Komm, Geheimpower. Als ob es daneben ging. Wehe. Wehe, es geht jetzt jede Attacke daneben. Ey, dann flippe ich aus, Leute. Dann flippe ich aus. Komm schon. Danke. Oh, nice. Das ist das Level 22 für Nebulak.
Zack. Oh yeah. Nebulak. Langsam, langsam wirst du stark. Das war wahrlich kein Zuckerschlecken. Da hast du recht. Und Leute, wir beenden jetzt hier den Part. Ich würde sagen, wir sehen uns hier wieder und ich werde in der Zwischenzeit noch mal einmal ins Pokémon Center gehen. Weil Nebulaks Nachtnebel ist ein bisschen am Arsch. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.